Hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 3. Wir haben letztes Mal hier aufgehört. Wir müssen diesen Kameraden jetzt lautlos killen. Oder Tierrate, benutze die Ablenkung, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Okay. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Ja, jetzt erledigen. Deckung vermeiden. Ich komme hier hinten ja wunderbar durch. Verstehe jetzt nicht, warum ich die Leute hier oder warum ich jetzt Steine werfen sollte. Laufen wir hier durch. Fokussiere und zoome auf Gegner. Sie zu identifizieren und ihre Bewegungen zu verfolgen. Ah, das kann man auf Y machen, die Markierung, wo ich da unten schon gemacht habe. Ah, okay, das war doch was anderes. Cool. Ich muss jetzt da irgendwie drauf kommen. Das heißt, der muss weg. Such dir einen Job, such dir einen Job. Blöde Kuh, soll bloß die Klappe halten. Du siehst mich nicht. So ein Glück. Ich hab doch was gehört. Nicht mein Klima hier. Oder nicht? War doch nicht. Boah, das war letzten Augenblick. So. Kotzt mich das hier. Boah. Knapp, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ach, das ist der Funker. Jetzt raff ich's erst mal. Ich mach ja schon alles tot. Okay. Hätte ich jetzt eine geile Sniper. So. Mal hier ein schönes Steinchen hin. Was zum? Der ist doch auch noch am Leben, oder? Ah, nee. Hab dich, du Pisser! Okay, das war nicht so geplant. Ich habe nicht gedacht, dass er sich jetzt umlegt. Umdreht, genau, umlegt. Oh, verdammt. Ja, was dabei gehabt. Nein. Okay. Jetzt können wir uns hier frei bewegen. Jetzt haben wir alles umgehauen. So. Der Funker ist anscheinend hier drin. Deswegen schleichen wir mal uns hier an. Irgendwie nach oben kommen. Ja, was war das? Das kam von da drüben. Kam von da drüben. Komm, lauf mal weiter. Scheiße, es war falsch. Ich hätte was gehört. Schau, du bist du noch da! Ganz schön mein geiler Move, der geht aber irgendwie nur von hinten. Scheiße.
doch nicht schießen. Oh. Scheiße. Bist so gescheitert, die Wache wurde alarmiert. Oh, scheiße. Du musst es vor Piraten nur so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Dann probieren wir das noch einmal. Die Gegner hier sind natürlich schon alle weg. Das war jetzt dumm, dass der mich gesehen hat. Genau, die habe ich schon alle erledigt hier. Das ist locker. Ja, ja, ja. Steine werfen und so, das wissen wir alles. Jetzt beobachte ich das erstmal hier. Also der Funker ist hier hinten anscheinend. Ah, nee, nee, nee. Oder? Verdammt. Ich muss da hoch über das Gerüst. Was war das? Ja, geh mal nachgucken. Sehe ich mich nicht. Boah. Also schleichen ist gar nicht mein Ding. Eher rumschießen. Macht viel mehr Spaß. Aber naja, das gehört natürlich auch dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig bin. Meine Markierung ist weg. Funker lautlos töten heißt hier noch. Ich würde sagen, der dürfte irgendwo hier im Funkraum sein. Hoffe ich. Ich jetzt natürlich auch komplett falsch bin, das wäre natürlich. Ja, richtig scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen. Hört mal ihn doch. Ich renne erstmal außen rum. Manchmal wenigstens eine Markierung hier, Alter. Mich verarschen, oder? Ich muss doch hier auf das Boot, also das war jetzt mir die einzig schlaue Erklärung. Hier hoch. Weil mir wer da denkt, der Funker wird mir natürlich hier auch nicht angezeigt. Sagen wir müssen alle killen, wo hier sind. Das werden wir jetzt auch tun. Geht's hier nochmal ganz kurz alles ab? Naja. Wenn ich hier noch alles machen kann.
Hinten, der ist markiert. Dass wir hier auch ja nichts übersehen haben. Wo man mal rein könnte oder so. Ne. Oh, das wollte ich nicht. Okay. Leicht nervig. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Schön, dass du durchgeschwitzt bist. Wo bist du denn? Na ja, dann. Überall Insekten. So. So, da ist der. Ist das heiß? Ach was, es ist doch nicht heiß. Kommst du denn drauf? Und dreh dich um. Ja. Weiter. Was ist denn das? Ich hätte schwören können. So. Toll. Den haben wir auch ausgeschaltet. Erstmal hier schön durchsuchen. Ah, okay. Alles klar. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Jetzt muss ich die ganzen Wachen ausschalten, die haben Missionsteile dabei. Anscheinend. Ja, und jetzt gucke ich mal bei dem vorbei. Ich meine, hier sind aber zwei. Hoppala. Ich erstmal hier vor. Du stehst natürlich schön. Das war natürlich super geil. Wir haben so den ganzen Weg bis zu diesem Stein gelaufen ist. Und um mal entdeckt werden, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. So. Alter, ihr wollt mich verarschen. Eine Stripperin, hoffe ich. Ihr wollt mich echt verarschen. Das war nicht. Alter. Kann man den Stein so verwerfen? Mit Pfeifen. Hm. Ja, machen wir das Spiel noch zum Funkgerät. Jetzt darf ich da. Ah, jetzt habe ich den Schlüssel für diesen Raum. Ich darf hier natürlich jetzt rennen, weil hier nichts mehr ist. Ist auf den einen da ganz hinten. Ah, den haben wir da schon. Noch einigermaßen im Blick. Kann nichts. Ah. Jetzt mal? Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Na, wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. So, geht's ab, hab ich gehört. Erreiche den Kontrollpunkt. Aber kurz gucken, wo der ist.
jetzt erstmal eine Runde. Von allen Seiten, gell. Mach die Hackfresse kalt, ja, ja. Auf der Medusa. Piraten sagen, dass... Jason, Vaas will unseren Tod. Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Okay. Brauchen meine Hilfe. Ich erstmal schön durchstöbern. Nicht nachher was zu verkaufen habe, wenn ich schon in der Stadt bin. So. Noch. Ich auch noch. Eieiei. Will keine AK. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ups. Okay, die brauchen schnell meine Hilfe, das heißt. Werde mal jetzt noch hinfahren, sofern wir ein Auto finden. Geht ein Weg nach oben? Oder auch nicht? Die haben mir doch bestimmt ein Auto hier gelassen, so nett wie die da mich beschossen haben. Komm schon. Oder habe ich auf jeden Fall. Ja. Komm ich hier denn noch raus? Boah, wie kann man so scheiße parken? Ah, komm schon! Komm schon, du schaffst es! Langsam aber sicher. Oh yeah. Misch mal den Hai rückwärts hier. Haie fangen oder Haie schlachten. So, jetzt seht ihr die Bootfahrt auch mal. Und nur ein Auto. Aber bevor ich jetzt den ganzen Weg laufe, habe ich gedacht, warum nicht über Wasser? Ende ist es. Okay. Ja, nehmen wir den Fluss. Oh, das ist ja knapp. Ja, toll. Ihr wollt mich verarschen. Komm schon. Rüber Autos, oder? Sind hier so feindliche Wachposten, wenn man es nicht mehr braucht. Da war bestimmt eins dort gestanden. Ich hab's wieder übersehen. Ich komme, meine Freunde, wartet auf mich. Ich hab ihn. Ah, da haben wir doch was. Ich hab Hallo? Sterbt. Ach, da ist noch einer. Oh, verdammt. Oh, Edelstein ist immer gut. Das hätte sich gelohnt. Ah, mein Freund, der sich hier versteckt. Hallo? Ich
schon mal sterben. Oh, danke. Auch. So. Gehen wir hier ganz geschwind noch durchsuchen. Chest auf. Und weiter geht's. Nein, hier ist kein Platz mehr im Rucksack. Von dem her. Aber ich hab ein Auto. Nice, nice. Ich mich erstmal an. Ach, ich darf hier gar nicht mit Waffe rein. Oh, ich habe jetzt gemeint, hier geht's ewig ab. Scheiße. Ausrufezeichen hier, Dennis. Ja, was? Was ist passiert? Was plant unser Dorf anzugreifen? Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Was für Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Was geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern Sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff. Und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Viel Glück, sagt er. So, ich geh jetzt erstmal hier. Einen geilen Shop hier. Schau mal nach, was die mir anzubieten hat. Okay, viel Geld habe ich ja noch nicht. Alles ist Zeug, was ich gefunden habe. Eigentlich könnte ich alles verkaufen. Ja, brauchen wir auch nicht. Ah, Heldrick. So, Tabletten, die lassen wir. Kann man die auch übereinander? Ne, kann man nicht. Batterien. Lassen wir auch mal. Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Goldkette brauchen wir auch nicht. Wo ist sie? So, wir waren gerade hier beim Verkaufen. Mein Spiel hat sich aufgehängt. Das war natürlich richtig geil. Und ich darf alles nochmal verkaufen. Weil es gerade eben so viel Spaß gemacht hat. Komm, go, go. Schneller. Ich weiß, wie die Dinger aussehen. Oh, dich lasse ich. Verkaufe ich. Das Zeug, war mal Tablette, Nadel, mache ich auch weg. Machen wir das mal ganz schnell hier. Ich mache jetzt gar nichts, abbrechen. Ach, das sind so. Okay, mit denen könnte ich was anfangen. Alles klar. Bring diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den. Ja. Passt schon. Ich habe eine MP eigentlich noch. Jetzt gucke ich mal, was so ein Scharfschützengewehr kostet. Oh, 1800. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen sammeln. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Ich habe noch mein MG. Das ist okay. Ich bin der Einzige in der Familie, der jetzt auch. Renne mal wieder raus.
jetzt gerade mal, muss gerade mal kurz was gucken. Und zwar kann ich hier, hier kann ich Herstellung machen. Das heißt, ich kann Brieftasche. Größeren Brieftaschen kannst du mehr Geld mit dir führen, das ist mir klar. Rucksack, größerer Rucksack würde ich gerne. Und das ist meiner. Was brauche ich hier? Tapirfell. Okay. Machen wir mal eins zurück. Ich gucke jetzt mal Brieftasche. Schweinsleder. Okay. Munitionsbeutel. Das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Munitionsbeutel. Okay, da kann man zwei herstellen. Büffelfell, okay. Also da haben wir jetzt mal einen. Jetzt können wir endlich mal ein bisschen Munition mit uns führen. Sprengwaffe. Oh, das ist natürlich... Da werden wir auf jeden Fall mal... Hunde ausnehmen, okay. Müssen wir auf jeden Fall mal alles durchgucken. Jetzt habe ich das letzte Fenster übersehen. Was ist das? Pfeilköcher. Aha. Ziegenfell. Das heißt, wir müssen da mal ganz schön viel Felle sammeln gehen. Aber das auch erst in der nächsten Folge. Mal gucken, wo wir denn hin müssen. Das habe ich auch noch nicht. Wir müssen ein feindliches Waffenlager infiltrieren. Und das ist hier unten. Okay. Okay, Plünder. Prüfung der Rakyat heißt die Mission. Okay. Okay. Ne, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Mache ich jetzt eine kurze Pause. Und verabschiede ich mich. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.